Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir sehen schon im Hintergrund hier das Klee-Paket. Für das Pferd Klee, man würde die Abby bekommen, eine Stute, für 17 Euro. Und man bekommt einen Bonus auf das neue Event. Das Event läuft wohl noch fast 26 Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich weiß nicht. Okay, das hier vorne scheint nur so ein Zusatz zu sein. Ich denke mal, wenn das hier vorne stört, mich persönlich dieses Kleeblatt, sie hat einen extrem aufgepufften Schweif. Sonst ist sie okay. Ich weiß jetzt nicht, wenn sie sich zu viel bewegt, wird es wahrscheinlich auch mit der Mähne so ein bisschen für mich schwierig, aber naja. Dann haben wir heute auf jeden Fall einiges anzuschauen. Denn mit dem neuen Event und mit dem Kleepferd ist nämlich noch ein Pferd reingekommen. Und zwar finden wir das hier ganz unten. Der Schecke. Ein Rapschecke auf Stufe 1. Zu züchten mit dem Marschtecki und dem Warlander oder dem Brabanter und dem Warlander. Stufe 2 ist es dann ein Braunschecke und auf Stufe 3 ein Fuchsschecke. Und müssen wir mal gucken, wie es platztechnisch aussieht. Achso, du bist noch nicht fertig. Fabio trainiert schon mal mit. Hier, die Zucht dauert noch. Und zwar ist es mir gelungen, ein Stufe 3er Stütchen noch zu finden vor dem Update. Das war ziemlich knapp. Und wir erwarten jetzt ein Stufe 2er. Eine Stute. In Neas. Da ist jetzt natürlich die Frage, verkürzen wir hier? Wir müssen erstmal schauen, ob wir Platz bekommen. Und dann können wir uns überlegen, wo wir ja die Zuchtzeit verkürzen. Aber ich würde auch sagen, wir schauen jetzt erstmal hier rein. Dear Rancher, we will have a maintenance in the following hours on April 1st for the Version 8.3 Update. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Ist ja alles gut. Die Dressur geht weiter. Da müssen wir dann gleich nochmal schauen, dass wir heute dran teilnehmen. So, ja, so sah das Outfit von Raven aus bei der letzten Vorführung. Hier sollen sie ein bisschen was geupdatet haben. Ach, da ist er. Ist jetzt die Frage, klamottentechnisch, gucken wir, ob wir da nochmal was Besseres finden. Was haben wir denn? Okay. Fangen wir uns immer von oben an. Exzellent. Oh, das ist auch exzellent. Wir könnten die Decke versuchen. Nee, die nicht. Die auch nicht. Decke oder der. Dann finde ich das hier aber schöner, muss ich sagen. Ich glaube, die hatten wir auch noch nie drauf. Die lassen wir jetzt erstmal. Was sagst du jetzt so? Gar nichts. Nicht gut. Oh ja, schwarz. Und. Ja, das hier wird wahrscheinlich. Nee. Das ist schade. Wir haben zu wenig normale. Die kostet 100. Die würde exzellent sein, okay. Die hier nicht. Die hier. Aber momentan nicht sinnvoll. Dann müssen wir jetzt gucken. Ich
Welcher war das? Der hier? Das ist auf jeden Fall exzellent. Wir gucken mal, weil das letzte Outfit hatte nämlich keine 100 Punkte. Und ich weiß auch nicht, ob sie das schon gefixt haben, aber es gab ein Problem mit der Galopp-Pirouette. Eventuell sehen wir das gleich. Ja, unser Pferd bekommt jetzt 280 Punkte. Anpassung 96. Es ist schon ein bisschen besser als das, was vorher war. Aber noch nicht perfekt. Ich habe jetzt auch gar nicht geschaut, wie die Show hier heißt. Vielleicht sollte ich da gleich nochmal drauf achten. Ja, schön. ja, da ganz hinten sehen wir Raven. Ja, den Mitteltrab haben sie verändert. Ah, das sieht jetzt, ich finde, nicht mehr so schön aus. Ja, ich bin kein Dressurprofi. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher so aussieht wie der normale Mitteltrab, aber mir hat es vorher ein bisschen besser gefallen, muss ich schon sagen. Das ist unsere höchste jetzt erreichte Punktzahl. Ja, gut. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht viele Bonis bekommen. Wie zählt das nicht für die... Ach ja, haben wir überhaupt ein Bild ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Schade. Himmelssonne heißt die Show. Besten Liste. Gucken wir mal, wie sieht es denn hier aus? Ganz oben natürlich der Ordo-Traber. Nee, oh, Schwarzwälder. Aber Liz war doch... Hatte doch sonst... Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist mehr kaputt als behoben worden. Schwarzer trägt die gleiche Decke, die wir auch haben. Vielleicht sollte ich mich versuchen, an den anderen noch zu orientieren, was das Outfit angeht, aber also hier ist Klee auf jeden Fall vorhanden. Ich glaube, das kann man jetzt so noch nicht kaufen. Na gut, lassen wir das lieber erstmal. So. Dann würde ich sagen, müssen wir erstmal hier die Rennen. Und zwar können wir wieder Schatztruhen sammeln und Rezepturen. Die Meerjungfrau wird ja, bevorzugt behandelt, der klassische General. Weiß ich nicht. Wir versuchen es einfach mal, ob wir für ihn was bekommen. Und wir starten mit... Der Kleiner, die... Warte, wo sind die denn? Ich habe doch nicht alle Pferde da mit reingestellt, oder? Nehmen wir Kate... Wir müssen heute auf jeden Fall nochmal auf die Fantasieinsel uns ein paar Fantasiepferde anschauen, denn die wurden jetzt auch, ja, überarbeitet. Ja, für mich so gesehen irgendwie leider. Ich habe schon mal reingeguckt und naja. Die Mähne. Ich habe schon echt, wenn sie die Konstellationspferde anpassen, das davon graust es mir. So, ja, neuer Rekord ist nicht schwer, weil wir haben noch, also ich habe jetzt das erste Mal dran teilgenommen bei den Rennen jetzt und ich denke mal, es geht aber besser, oder? Also, mal schauen. 1529.
Na gut, wir haben auch keine Wetterverbesserung, ne? Haben wir hier nicht noch irgendwen? Ich meine, Cage stand ja in der Oase. Haben wir keinen nur draußen mit Topwerten. Da haben wir noch Ina. Da sehen wir auch schon ein Fantasiepferd. Ein überarbeitetes und ja. Ich finde es irgendwie schade. Ja, jetzt sind wir doch schon fast 2 Sekunden schneller gewesen. So, 2 von 4. Die anderen beiden können wir jetzt auch noch schnell machen. Will natürlich schneller gehen, wenn ich die... Ich muss wieder ein paar Pferde rausstellen, die gute Werte haben. Das wäre einfacher, wenn die draußen stehen, dann kriegt man sie eher angezeigt. So, laufen wir mit Adana. Die hat auch einen kleinen Bonus auf den Sonnenstreicher. Geschafft. Nochmal fast 2 Sekunden schneller. So, wer kommt als nächstes, damit wir nochmal jemand anderes sehen? Ronja. Oh, da ist auch ein Engelpferd auf Stufe 3. Aber was hat... Was auch immer es da anhat. Das kann ich gerade gar nicht zuordnen. Oder vielleicht zum Biest. Vielleicht gehört es zum Biest. Aber alles andere kann ich mir gerade nicht so gut vorstellen. So. Sehr gut. Dann können wir vielleicht beim nächsten Mal schauen, vielleicht gucke ich auch schon vorher rein, dass ich, wenn wir die Chance auf den General haben, dass wir den auf jeden Fall dann jetzt diesmal vervollständigen können. So, wir müssen eigentlich nochmal nach Deutschland. Wir sollten gucken, dass wir den Salat wieder machen können. Tja, den Schecken züchten. Was soll das denn jetzt? Oh, das ist... Hä? Das funktioniert nicht. Oh.
Horse ist ärgerlich. Also doch, da haben sie einiges wieder zu reparieren. Also, Mine scheint nicht zu funktionieren, die eine. Dann sind unsere Scheune auch noch voll. Haben wir denn genug davon? H70 sollte erstmal gehen. Ah, wir haben 10, oh, wir haben jetzt hier zu viel drin. Frage ist, von was? Im Zweifel verkaufen wir mal Äpfel, die kriegen wir recht schnell wieder. Was ist das Gras hier? Ach ja, den konnte ich dann nicht mehr, erstmal nicht mehr auf die Weide schicken. Aber jetzt. Und wir schauen nach Großbritannien. Schauen nach dem Salat. Gucken, ob wir da die Fische schon wieder züchten können. Das geht, aber wir haben keinen Platz für den kleinen. Das, ja, dann würde ich sagen, ist das jetzt halt leider so. Wenn wir jetzt auch den Schecken züchten müssen, die anderen Pferde sind, glaube ich, alle noch nicht so weit, die wir verkaufen können. Ja, schon wieder, ja, die Erfolge. Wir haben ja Julia und Rami, genau. Es ist schade, aber es bleibt mir also so. Es kann natürlich sein, dass es jetzt vorgeschlagen wird, den Schecken zu züchten. Dann gucken wir gleich mal, in welchem Land denn zum Beispiel Pferde dafür stehen. Marshtekia Montana? Beim Warland bin ich mir jetzt nicht sicher. Nein! Frankreich. Aber in Frankreich habe ich auch einen Brabanter stehen. Das sollte dann passen. Na, doch, da steht doch. Ich hoffe, dass das passt. Wir gucken dann mal. Gehen wir doch nochmal nach Frankreich. So, aber hier jetzt erstmal die Fische. Ja, das dauert jetzt aber doch schon lange. Dass der sich jetzt aufgehängt hat. Das wäre richtig schade. Aber ich glaube, so lange hat das hier bei der Auswahl, zumindest seitdem es neu ist, nicht gedauert. So schwer sollte es ja eigentlich nicht sein. Ne? Ach doch. Hat doch noch. Was? Es wäre Oscar auf Stufe 3. Der Rest ist erstmal egal. Stufe 2 haben wir beides. Nee. Komplett falsche Richtung. Falsche Seite. Na gut. Auch ein reißiges Aufzuchtsevent. Ja gut, das bringt uns jetzt natürlich beim Checken dann nichts. Aber wir können schon mal Laura und Ocean auf die Weide schicken.
Achso, Frankreich. Genau. Ah, Frankreich wird gerade gezüchtet. Das ist. Nein. Ja, dann verkürzen wir hier doch. Dann müssen wir mal gucken. Weil. Der Brabanter ist. Welcher war denn jetzt noch hier? Der Hengst? Ich glaube, der Hengst. Ja, Martin. Wir könnten mit Martin und theoretisch mit Iris züchten. Wir brauchen ja den Vorländer auf jeden Fall. Und da meine ich Marschtecki oder Brabanta. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, die hier zu züchten. Das bedeutet, da müssen wir die hier nochmal umziehen lassen. Ja, wobei das platztechnisch gesehen trotzdem sehr schwierig wird. Eigentlich muss, also Fabio muss eigentlich fertig werden. Wir gucken auch mal nach Montana. So, hier haben wir auch noch einen. Genau, die gute Millie. Die muss auf jeden Fall auch trainiert werden. Aber die ist noch lange nicht so weit. Die ist ja erst, genau, vor kurzem geboren. Ach, das Soraya wartet. Ah, das muss dann. Das muss warten. Also so viel. Können wir dann doch nicht auf einmal. Könnten wir, haben wir ein bisschen Platz. So, die Trauben hole ich dann gleich nochmal wieder neu. So, erstmal orangenes Futter. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach oder auf die Fantasieinsel. Schau mal in die Oase und ja. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, zu der Veränderung. Lange vielleicht hätte ich sofort auf ein Pferd klicken sollen, dass wir uns das anschauen. So, April zum Beispiel. An sich sehr hübsch. Der einzige Kritikpunkt für mich persönlich ist wirklich da die Mähne. Amira. Aber ich. Ich glaube, bei ihr geht's noch. Hier, die ist noch nicht. Okay, sie haben wohl nur einen Teil der Fantasiepferde mit überarbeitet. Weil, wenn wir hier schauen, ja, Vivian eigentlich total hübsch. Mir persönlich immer noch zu viel in Bewegung, aber. Geht. Immerhin, sie ist immer noch schick. Regina sieht auch schon überarbeitet aus. Aber da, ne, da bewegen sich ja nur so ein bisschen die Spitzen. Das ist gut. Ich glaube, die Exklusiven sind noch nicht, aber Luis müsste eventuell. Oh ja. Schauen wir mal, ob der gute Romeo, unser erstes Fantasiepferd. Ja, er hat leider diese blöde Mähne.
Und da würde ich sie eben schon gerne hier wieder ein bisschen kürzen. Ich bin ja eigentlich sonst Fan von langen Mähen, aber in dem Fall leider immer nicht. Sie müsste... Nee, er. Er müsste auch schon überarbeitet sein. Oh ja, und jetzt ist Onyx. Einhorn. Ja. Und immerhin... Ah, wen hatten wir denn gerade noch? Luis hatte das, glaube ich, nicht. Regina müsste das gewesen sein, die, wo nur die Spitzen sich bewegt haben. Das geht noch. Und das wäre jetzt... Das ist ja mein Lieblingsfantasiepferd, und wenn sie mir das versauen. Ne? Achso, nee, du bist explosiv. Wir brauchen Abraham. Hier, den brauchen wir. Und danach schauen wir uns nochmal Luke an. Ja, leider Lava fehlt. Lava-Einhorn haben sie. Ja. Gucken wir mal weiter. Die Elfenbeinfeenpferde sind noch nicht. Aber die kommen auch nicht mehr weg. Die laufen immer gegen die Wand. Ja. So sieht jetzt unsere Nicole aus. Aber wir gucken sie uns ja sowieso bald nochmal alle an. Folge 600 ist ja nicht weit hin. Ja, ein Lava-Einhorn. Die Pixie. Dann haben wir noch Babe. Ja, okay. Ist okay. Also zu der Mähne sage ich sonst nichts weiter. Es ist halt eher Amethyst für ein Pferd, haben sie. Naja. Man kann sein, dass sie hier die Bewegung nicht ganz so heftig gemacht haben. Oder es sieht einfach nur nicht so schlimm aus, weil es nicht so lang ist. Bei den Tinkern und bei dem Pasofino sieht man das ja ganz, ganz extrem. So, Celine. Ein Glitzerfeenpferd. Gut, Queen schauen wir auch nochmal ganz kurz an. Ich glaube, da kann ich mich schon dran gewöhnen. Und sie sieht eigentlich auch schick aus. Na gut, das ist halt die Mähnenlänge, da bewegt sich halt wieder viel mehr. Aber ich glaube schon, dass sie es so ein bisschen gestoppt haben. Vielleicht kriegen sie es ja nochmal richtig schön hin. Oh hier, du bist auch noch nicht. Libelle, Jadefeenpferd. Okay. Elfenbeinfeenpferd und Jadefeenpferd haben sie offenbar noch nicht. Ja, der gute Tobi. Jean. Ist ein Glitzerfeenpferd, meine ich. Der war genau. Mit dem mussten wir eine Zeit lang ziemlich viel züchten, deswegen haben wir Stufe 2 auf jeden Fall. Ja, Amethystfeenpferd. Ferran. Oh Gott, du bist. Komm ich jetzt. Ach, Hartfeenpferd, genau. Ja, gut. Okay. Und Toffi. Ja, Toffi. Gucken wir mal. Der war ja. Also, das Onyx-Einhorn ist ja generell so meine Lieblings-Fantasie-Pferderasse. Und farblich finde ich Toffi einfach am schönsten. Das müsste Stufe 2 sein. Ja. Stufe 2. Danach kommt bei mir Stufe 3 und dann kommt Stufe 1 erst. Aber doch, ich denke, ich werde damit klarkommen. Das ist schon mal... Gut, du bist nicht überarbeitet. Ich glaube, wir haben zu viel Elfenbeinfeenpferde. Der Halia sollte eigentlich noch nicht. Komm nicht mehr weg hier. Nee. Also an die Explosiven machen sie sich dann eventuell nach den Fantasiepferden, aber gut, hier fehlen auch noch zwei.
Und danach fangen sie wahrscheinlich langsam damit an. Na gut. Ja, ich habe auch schon die Nachricht bekommen, dass jetzt die Stufe 4er gar nicht mehr so besonders sind, seitdem die Pferde überarbeitet wurden. Und ja, das stimmt schon. Also früher war wirklich der Unterschied zwischen den Pferden, die wir normal züchten konnten, ne, Stufe 1 bis 3, und den Zertifikatspferden, auch vom Körperbau, vom Aussehen, der Unterschied war doch, finde ich, auch deutlich größer. Ist natürlich jetzt schön für alle, die keine Zertifikate haben, eventuell, die jetzt den Stil viel schöner finden und die Pferde. Und ja, da keine Edelsteine sammeln müssen und da ausgeben müssen und haben trotzdem Pferde, die sie besonders als besonders empfinden. Und ja, Abbas. Ah, jetzt weiß ich, ich habe neulich die Bedeutung von Abbas mal nachgeschaut. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, ob das. Ich muss nochmal gucken, vielleicht. Sollte ich mir das mal notieren. Aber ich glaube, Abbas. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu ihm gepasst hat oder nicht. Müssen wir mal gucken. Gut. Dann würde ich dich noch mit auf die Weide schicken. Dann könnte ich auch gleich mal nach Skylla gucken. Ob der Name okay wäre von der Bedeutung her. Oder wohl, eigentlich würde ich ihn schon gern umbenennen. Na gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin habe ich hoffentlich meine Pferde auch so sortiert, dass wir den Schicken züchten können. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt. Sehen wir hier schon, in was er am besten ist? Ich finde es aber auch ein bisschen merkwürdig. Also wir haben so viel T4-Zertifikate noch nicht, aber bekommen immer neue Rassen. Nee, wir müssen ja erst züchten und dann sehen wir, was da so die Stärken sind von dem Pferd. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!